Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Wir sind hier wieder mit Smoke unterwegs und müssen uns gegen Russen schlagen. So, du legst dich schlafen. Du. Yeah, Smoke und ich nachladen und Moon aufsammeln und du gehst auch nach Hause. Und da verfolgen uns schon die Russen wieder. Und das Motorrad hat auch eine Lebensanzeige. Oh oh. Oh oh. Seht ihr das? Und da sind wieder welche auf dem Motorrad. Oh oh. Ich hätte nicht erwartet, dass Smoke so gut Motorrad fahren kann. Hier ist ein Bus. Gut. Gut. Hier vorne sind auch offenbar schon Russen. So. Du legst dich schlafen. Und du da hinten auch. Hier, den Wagen jage ich auch noch in die Luft. Genauso den. Oh oh. Ah, schön. Wir können ja auch noch im Notfall den Radiosender wechseln. Und es werden immer mehr. So, probier mal, wie Asphalt schmeckt. Oh nein. Oh oh. Und da sind immer mehr Motorradfahrer. Maschinenpistolen-Skill plus. So, diesen Wagen hier müssen wir mal dringend wegkriegen. So, hier sind wir auf einer kleinen Erhöhung. Da können sie uns nicht so viel. Der Vorteil ist jetzt auch schon wieder weg. Und jetzt kommen sie offenbar mit noch mehr Auto. Oh oh, der wirft die Autos sogar runter. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Und da sind wieder die ganzen Motorräder. Na komm. Leg dich hin. Werf dich mal einfach vom Motorrad. Das tut ja auch manchmal ganz gut. Genau so. So. Oh, da sind ja immer noch welche. Yeah. Da verfolgen die uns immer noch. Mist, 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 Mist. Oh, 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 oh. Da hinten wären auch noch Fässer gewesen. Schade, dass wir die nicht getroffen haben. Wäre ein schönes Feuerwerk geworden. Mission erfüllt, Respekt plus. Wir schnappen uns hier vorne gleich mal den Wagen. Und das war ja gerade echt eine actionlastige Folge schon. Und ich habe gerade ja auch extrem wenig geredet. Glaube ich zumindest. Ich achte da irgendwie nicht so drauf. Ich weiß nicht wieso. Aber ich hatte den Eindruck, so sonderlich hier habe ich nicht geredet. Ne? Aber da war ja auch wirklich so viel Action. Und ich musste halt auch gucken, dass unser Motorrad nicht den Geist aufgibt. So, den Rest der Folge. Mal gucken, was wir machen. Entweder besuchen wir Sweet. Oder...
Ja, der Sweet ist der einzigste, der für uns noch eine Mission hat. Oh. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal die Mission von Sweet. So, aber vorher nehmen wir hier noch das Geld mit. Das ist immer wichtig. $1060. So, und mal gucken, was er zu sagen hat. Oh. Kommt zwischen 9 und 17 Uhr wieder. Das hat er zu sagen. Ja, dann speichern wir mal. So, überspeichern wir den Speicherstand mal. Und jetzt aber mal gucken. Nee, voll Geld aufsammeln. Und jetzt mal gucken, was Los Sepulcros. So that one of them ballers that you and Smoke laid out, Lil Weasel, is getting buried and all the OGs gonna be there. At a funeral? Yeah, we just catch all those ball sack ass niggas at one time. Hey, what up? What's going on, dog? At a funeral. Just like mama's. What up, family? Let's go pop these motherfuckers out. What's cracking? Hey, look, we gotta go do something real what's big. Nigga? What up, kinfo? Put Grove Street on the map for good. For life. All right, nigga. Grove Street for Let's life. Let's roll. Bring diese Gangmitglieder dazu, sich dir anzuschließen. Sie haben genug Respekt vor dir, um dir zu helfen. Halte Maustaste rechts gedrückt, um ein Gangmitglied anzuvisieren. Und drücke G oder H, um ihn für dein Team zu rekrutieren. Das heißt, wir sollen jetzt zwei Gangmitglieder rekrutieren. Wie hieß das Wort nochmal? Rekrutieren. Und die kann man später auch dann in Missionen nutzen. Und die helfen einem dann halt so ein bisschen, indem die mitschießen. Und die schießen halt auch auf feindliche Gangmitglieder. Und auch wenn man einen Stern hat, auf einen Polizisten. Und man selber kriegt dadurch aber keinen Stern oder sonstiges. Und wir sollen jetzt auch zu einer Beerdigung fahren. Und haben dafür 4 Minuten. Und ja, auf so einer Beerdigung die Massen über den Haufen zu schießen, ist natürlich, ja, nicht sonderlich, ich sag mal, nett. Und auch nicht so respektvoll, aber wir sind hier in GTA und müssen ja unsere Gang repräsentieren und Stärke beweisen. Da kann man das dann auch mal machen. Oh, sorry. Und da stand ja gerade auch noch, je mehr Respekt wir haben, desto mehr Gangmitglieder können wir rekrutieren. Die laufen uns dann hinterher, aber es können halt maximal 4 im Auto mitfahren. Die nehmen leider keine eigenen Autos. Nicht mal, wenn man genau hinter ihnen ein Auto steht. Oder neben ihnen. Ja, das finde ich ein bisschen schade. Aber ich finde die Tatsache einfach geil, dass man schon so ein paar Leute mitnehmen kann. Und auch bei den Missionen, das ist sehr nützlich und praktisch. So, und wir müssten auch gleich mal da sein. Oh. Nicht in den Polizistenraum. Und hier vorne ist es dann auch gleich schon. So, fahren wir mal rein. Okay, CJ, come on over. Kletter über die Mauer und geh zu Sweet und seinen Männern. Achso, das war's. Drücke H, um deine Gang anzuweisen, um Position zu bleiben. Oder G, um sie anzuweisen, dir zu folgen. Wenn du G oder H für einige Sekunden gedrückt hältst, oder wenn du dich zu weit entfernst, dann zerstreut sich dein Team. Looks like that bus is wearing armor.
might take a round or two to drop his ass. CJ, you take care of Kane. You guys take care of these other marks. So, der Typ ist da jetzt offenbar angekommen. Und wir nehmen mal unsere AK. Geh mal in Stellung. So. Den ersten haben wir da schon mal über den Haufen geschossen. Oh. Und da drüben steht der Typ. Na komm, komm, komm. Oh, 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 oh. Wir werden hier jetzt also von allen Seiten wirklich beschossen. Oh. Da habe ich mein eigenes Gangmitglied angeschossen. So. Und dann nehmen wir uns mal die Typen hier vor. Der trägt offenbar eine kugelsichere Weste. Aber da ist er auch schon tot. Wir haben 2 Sterne. Und sollen hier ins Auto einsteigen. Ich nehme mal lieber eine Waffe in die Hand. Ach nee, Sweet muss zuerst auf einsteigen, um uns die Tür aufzumachen. So, und hier ist auch noch unser Gangmitglied. Kane ist tot. Bring Sweet wohlbehalten nach Hause. Oh, 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 oh. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur dafür sorgen, dass Sweet gesund und heile nach Hause kommt. Auf unsere Gangmitglieder müssen wir jetzt nicht achten beim Rest der Mission. So. Wir müssen fahren vielleicht doch nochmal ins Paintway. Oh, oh. Oder einfach in die Grove Street. Und ich höre, da ist auch der Part schon wieder vorbei. Ich sag danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Frido. Ciao.